ja, es hat extrem viel Spaß gemacht. Schönes Wetter. Alle Leute gut gelaunt, heute lacht die Sonne. Reinickendorf aber so neu zu entdecken, immer wieder, ist schon krass, weil man denkt ja eigentlich, man kennt's. Es heißt wieder in die Pedale treten. Das Gemeinschaftsprojekt von TSV Berlin-Wittenau und VfB Hermsdorf geht in die nächste Runde. Also Helm auf und los geht's. Das ist eine spannende Veranstaltung für Groß und Klein. 40 Kilometer zusammen durch den Bezirk Rad zu fahren, ist eine tolle Sache. Man kann viel entdecken, viel erleben und ich habe vor 4 Jahren selber daran teilgenommen und kann das eigentlich allen empfehlen, auch im nächsten Jahr daran teilzunehmen. Sind die Teilnehmenden dann im Ziel bei der Familienfarm Lübars angekommen, kann es mit dem bunten Rahmenprogramm losgehen. Das große Highlight, natürlich die Eröffnung der Sport- und Parksaison durch die Staatssekretärin für Sport Nicola Böcker-Giannini. Auch in diesem Jahr gibt es in ganz Berlin wieder tolle, kostenlose und vor allem inklusive Sportveranstaltungen. Für die Trainerinnen und Trainer sind alle entsprechend geschult, sodass wirklich alle Menschen mitmachen können. Das ist uns natürlich ganz besonders wichtig. Insgesamt gibt es über 300 Bewegungsangebote in über 80 Parks. Mitmachen ist ganz einfach und auch der TSV Berlin-Wittenau ist mit am Start. Ich muss mich nirgendwo anmelden, ich muss mich nirgendwo registrieren oder sogar was für bezahlen. Ich kann mir einfach im Internet oder im Flyer die passenden Angebote raussuchen und dann einfach hinkommen und mitmachen und Spaß haben und neue Leute kennenlernen. Natürlich wird auch den Kids ordentlich Programm geboten. Die Mini-Rallye von Zweirad macht nicht nur Spaß, der Hindernisparcours hat auch einen ganz besonderen Nebeneffekt. Wir sind heute mit einem Zweirad-Fun-Parcours vor Ort und schulen die Kids im sicheren Radfahren mit ganz einfachen Übungen, Gleichgewichtsübungen, Parcoursfahren, Kurvenfahren. Wie fährt man richtig an? Halt so die Grundlagen, damit die nachher sich sicher im Verkehr bewegen können. Damit aber noch nicht genug, denn natürlich ist das Familienfest eine tolle Möglichkeit, die ausrichtenden Vereine bei einem bunten Bühnenprogramm noch besser kennenzulernen. Nach 40 Kilometern kann man sich entspannt zurücklehnen und die Show genießen. Alles in allem ein gelungener Tag. Wir gucken an ganz viele glückliche Gesichter. Viele haben sich hier durch die 40 oder 20 Kilometer, ja ich würde nicht sagen gekämpft, aber sich schon ordentlich in die Pedale getreten. Und es ist eine tolle, entspannte Atmosphäre für Jung und Alt und es ist ein schönes Miteinander. Spiel, Spaß, Show und natürlich ganz viel Sport. So soll es auch beim nächsten Mal sein, wenn es dann wieder heißt, Helm auf und in die Pedale treten.